So, ich sehe ja super aus. So, ich habe mir jetzt hier mal eine Tür hingelegt. Die werde ich jetzt mal schleifen und ausbessern und für die Farbe vorbereiten. Dann gibt es Vorschleichfarbe und Lack, beides in Weiß. Ja, manche sagen jetzt vielleicht, oh Gott, wie kannst du das Holz übermalen? Aber ja, die haben schon einige Jahre auf dem Buckel, sind nicht mehr ganz so schön anzuschauen, die Türen. Und ich mag weiße Türen, weil es alles so schön hell und freundlich macht. Also werde ich sie anmalen. Bin ich jetzt einmal durch. Man sieht halt hier, dass da schon auch ordentliche Risse drin sind. Die wird man wahrscheinlich nicht ganz wegbekommen. Aber ich werde sie mal stopfen und wenn sie halt wieder aufgehen, ja, schauen wir mal. Dann sonst halt auch noch so ein paar Löcher. Die werde ich jetzt mal alle ein bisschen zumachen. Aber erst den Staub entfernen. Löcher habe ich ausgebessert. Ja, und so ein paar Risse. Das muss jetzt trocknen und danach kann ich das wieder schleifen. Hier hatte ich eine etwas größere Stelle an der Kante. Das muss also noch ein bisschen länger trocknen und muss dann ordentlich geschliffen werden. Ja, und hier auch diese Risse habe ich zugemacht. Jo. Soweit, so gut. Und das heißt, ich habe also jetzt Pause. Kaffee! Juhu!
Hilferot. Ja, es ist anstrengend, das Schleifen. Und das Abziehen und das Spachteln und nochmal schleifen und wieder sauber machen. Und das alles regt mich furchtbar auf. Egal, auf jeden Fall kommt jetzt der coole Part, nämlich endlich kommt Farbe auf die Türen. Und dann sieht man wenigstens, was man getan hat. Ein bisschen ein Fortschritt. Die Torte des Tages. Immerhin Vorstreichfarbe. Da sieht man ein bisschen mehr. Oh. Diese beiden Rahmen habe ich vorgestrichen. Fantastisch. Ja, also Vorstreichfarbe deckt natürlich noch nicht ganz. Aber ist soweit okay. Zwei Rahmen. Den ganzen Tag gebraucht. So, wir sind wieder auf dem Weg zum Haus. Heute wollten wir eigentlich nochmal zum Baumarkt, aber es ist so abartig. Die Schlange war so lang schon auf dem Parkplatz, dass wir gesagt haben, vielleicht dann doch nicht. Und direkt wieder umgedreht sind. Mal gucken, was wir denn jetzt heute machen können mit den Materialien, die wir jetzt noch so haben. Und ja, außerdem bin ich auch ein bisschen armlahm, weil ich anscheinend mich ein bisschen überfordert habe mit Sachen, die ich selten bis gar nicht normalerweise tue. Also dieses Ganze hat ziemlich meinen Arm angeschlagen und auch meine Hand, dass ich so Kribbel-Wahrnehmungsstörungen habe. Ganz toll. Naja. Aber es ist schon wieder besser, nur jetzt will ich natürlich wieder mich ein bisschen schonen, nicht voll reinhauen, dass das nicht wieder schlimmer wird. Schauen wir mal, was wir also heute tun können. Vielleicht ein bisschen Löcher stopfen oder so. Irgendwas Leichtes. Das wird eine ganz große Schweinenase. Unsere Wand hat Masern. Oder wir nennen es einfach Dalmatinerwand. Mhm. Jonne, das wird das zukünftige Fleckchen von den Katzen. So. Hier haben wir ein paar schöne Löcher verspachtelt. Man sieht, lauter Schweinenasen. Da ist noch feucht. Und da ist schon trocken. Ein Durcheinander. Chaos auf der Baustelle. Thank you.
alles weiß vorgestrichen. Fantastisch. Juhu. Dieses dann noch zu machen. So. Das nächste Mal ist schon zu spät. Jetzt geht's heim. Ein neuer Tag auf der Baustelle und wir starten mit Kaffee. Kaffee und einem Schokoknödel. Ich war im Bild. Das ist versaut. Du warst nicht im Bild. Doch, ich hab's gesehen. Nein. Doch. Nein. Mann! Kaffee. Kaffee. Ohne Kaffee geht nichts. So, Frühstück. 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 So, heute passiert endlich mal was Interessantes. Und zwar wird der Ofen abgebaut. Das finde ich gut, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Aber dann habe ich so das Gefühl, es geht mal was voran. Juhu. Hier steht der Ofen. Momentan. Zack. Und der soll dann nach darüber. Beziehungsweise nicht aufgestellt werden. Erstmal kommt er wahrscheinlich raus oder runter. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Weil wir dann erstmal diesen Boden hier aufbereiten lassen müssen. Der hat nämlich auch schon bessere Tage gesehen. Ich glaube, wir wurden versetzt. Es ist schon 2,5 Stunden später und der Gute ist nicht da und geht auch nicht ans Handy. Well, naja. Dafür habe ich immerhin wieder einen weiteren Türrahmen gestrichen. Und zwar diesen hier. Jo, also vorgestrichen. Ist natürlich noch mega fleckig. Aber immerhin wieder eine weitere Sache erledigt. Irgendwann wird's schön.